Hallo und willkommen, meine Freunde, zu The Road to The Ultra Featherlight 215. So, jetzt, wie gesagt, alle Achtung, aufpassen da hinten. Sind wir über 40 Meter? Ja, sind wir. Bei 40 Meter haben wir immer einen kleinen Zupper. Ist das ein Baum oder hängen wir da fest? Das finden wir in dieser Folge heraus. Aufpassen, gleich geht's los. Ab 41 Meter rum wird es mal blau. Ich halte den Finger bereit. Ah, wir haben die Stelle nicht richtig erwischt. In dem nächsten Auswurf. Dann müssen wir bis zum nächsten Auswurf warten. Das ist doch Kappes. Aber was soll's. Achtung, gleich wieder die 20 Meter Stelle, wo sehr gerne der Barsch einsteigt. Da ist das Loch im See, wo die sitzen. Jetzt nähern wir uns, aufpassen. Gut, wir haben bis jetzt mit jedem Drill haben wir einen reingeholt. Also wäre jetzt noch mal fair, wenn wir jetzt mal keinen bekommen würden. Da ist er und da steigt er ein. Auch ein Barsch. Aber ein kleiner wieder, unter 100. Ne, gar nicht mal. Also ich hätte gedacht, der wäre kleiner gewesen. Weil wir den so schnell raus hatten. So, wir wollen ja hinten die 40 Meter Marke knacken. Oh, ein sehr guter Auswurf. Ein sehr, sehr guter Auswurf. 46 Meter, jawohl. So, aufpassen jetzt. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen langsamer, vielleicht. Dass der nicht ganz so hüpft. Da muss unten irgendwas liegen. Das wird jetzt wieder blau. Pass mal auf. Bei 41, 42 Meter. Bei 41, 40 Meter. Ja, wir haben die Stelle immer noch nicht erwischt. Okay, wir erhöhen die Frequenz vom Stop and Go. Ihr könnt natürlich twitchen oder sonst was, das bleibt euch natürlich übrig, wie ihr das macht. Der eine, der macht mit Anheben und Senken, hat der mehr Erfolg. Ich habe mit dem Stop and Go eigentlich viel Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ihr da letztendlich macht, ist egal. Ne? Ob ihr twitcht, ob ihr anheben und senken lasst oder so. Hauptsache ihr bekommt die raus, damit ihr euch euer Equip kaufen könnt, damit ihr wirklich im High-End-Bereich mit angeln könnt. Wieder 20 Meter Marke. Und da ist der nächste eingestiegen. Und ihr seht es hier, wie wir hier kämpfen müssen. Oh, der könnte schon was schwerer sein. Oh, da müssen wir aufpassen. Wenn die so springen, da müssen wir immer entgegensetzt. Und ihr seht, was wir hier am Kämpfen sind. Die anderen, die ziehen einfach mit den riesen Besenstielen die Fische raus. Und wir kämpfen ja wirklich mit dem Barsch. Ja, sehr sicher, ne? Fast 800er. Nicht schlecht, der Specht. So, ich möchte aber da hinten die Stelle treffen. Treffen wir die jetzt beim nächsten Auswurf. Mal gucken. Ob wir da was sehen. Ja, und hier bei ihm da Level 6, der rechts neben mir steht, schnurgerissen, Gott sei Dank. Der hängt nämlich fast bei mir im, im Spiel drin. Im Monitor. So, wir sind runter. Da kam die Route wieder von dem Seterat. Also, die glauben, weil ich jetzt hier fange... Da ist er eingestiegen. Seht ihr das? Da ist die Stelle. Da ist ebenfalls ein Fisch. Ich muss mich schon ein bisschen rübersetzen. Da rüber. Ich wusste, dass da, da eine Stelle ist. Und jedes Mal... Also da kann man dann auch anschlagen. Da scheint ein Trigger zu sitzen. So, der ist was schwerer. Der ist was schwerer. So, schnell rüber.
Du gehst nicht ab, mein Freund. Du gehst nicht ab. Du kommst, wenn jetzt hier raus zu uns. Und da haben wir eine Hand. Ja, 750 mit 127. Wunderbar. Die nächste Kohle. Vielen Dank, dass du mir hier meine Route verdienst. So, gehen wir wieder da hinten hin. Aufpassen wieder. Wir müssen gucken. Ja, wir kommen über wieder 46 Meter, schätze ich mal jetzt. Ja, wunderbar geschätzt. So, jetzt lassen wir den runterkommen. Und bei 40, 41 sitzt ein Trigger. Passt mal auf, Freunde. Guck genau hin. Wenn ich den Trigger treffe, ne? Ne, ich habe nicht getroffen. Ne, den Trigger haben wir nicht getroffen. Schade. Aber der steht da vorne, der Trigger. Macht nichts, wir holen uns den beim 20er wieder. Wir erhöhen unsere Frequenz. Bis zur 20 Meter Marke. Wie gesagt, bisher ist noch kein Hecht eingestiegen, Gott sei Dank. Ach, na, da habe ich verschlagen. Achtung, 20 Meter Marke kommt. Im Dreierpunkt 20 Meter tut sich nichts. Da ist er. 18 Meter, da ist er angeschlagen. Und da haben wir den nächsten, Freunde. Also so, wie gesagt, können wir wunderbar uns das Material zusammen verdienen. Zack, und da haben wir den nächsten. Und wir haben noch 2 Stunden Zeit und dann brauchen wir erst die Uhr vorspulen. Ich werde jetzt nochmal auswerfen, gucken. Ja, das sind 45 Meter oder was? 45, 44 Meter. 45, seht ihr? Das merkt man schon als Angler irgendwann mal, wenn man das Gefühl für das Material für die Angel hat. Halt, ne? Aufpassen, wieder 40 Meter Trigger. Ganz leicht. Wenn wir den Trigger treffen, heißt das, ne? Ne, wir haben den nicht getroffen. Okay, wir erhöhen wieder die Frequenz. Wenn ich sage, wir erhöhen die Frequenz, dann meine ich die Stop and Go und die Punkte. Bis zur 20 Meter Marke und dann werden wir uns da den nächsten Barsch rausholen. Haben mittlerweile jetzt 10 Kilo Barsch. Und wir angeln jetzt vielleicht 30 Minuten oder so. Ne? Also wir wollen die Zeit mal im Auge behalten. Wir sind jetzt fast 30 Minuten dran. Und ja, haben 10 Kilo Barsch schon. Und das ist schon unsere halbe Route. Ne? Also so schnell erfarmt man sich hier das Equip. Achtung, 20 Meter Marke vorbei. Wir waren zu hoch. Ich glaube nicht, dass da noch einer einsteigt. Ne, da wird keiner mehr einsteigen. Gut, aber wie gesagt... Man kann nicht mit jedes Mal reinholen einen neuen Fisch dran haben. Das wäre ein bisschen übertrieben und das wäre auch deprimierend. Wobei, solange der Haken noch nicht an Land ist, Freunde, seid euch sicher, könnt ihr Fisch dran haben. Ich hatte gestern so den Haken hier. Ja, so ungefähr. Ja, so. Und da ist mir noch, was, wo ist das Wasser? Nein, doch noch ein bisschen tiefer. Also kurz über dem Wasser. Und da ist noch echt ein Hecht dran gesprungen, ne? So, dann versuchen wir es jetzt mal hier und... Na... Dass wir da jetzt den Trigger kriegen. Ne, zu kurz. Aber wir können es versuchen. Achtung, 40 Meter. Ne, Trigger nicht erwischt.
Wir erhöhen die Frequenz. Und so kriegen wir auch ein bisschen XP noch. Das bleibt das. Achtung, 20 Meter Marke kommt. Das Barschloch, nenne ich das immer. Da ist er. Ah, wir haben gepennt. Wir haben verschlagen, habt das gesehen? Das war mein Fehler. Vielleicht kriege ich den noch mal gelockt. Ne, ich glaube, ich kriege den nicht mehr gelockt. Den hätten wir haben können, das war ganz klar mein Fehl. Da haben wir ihn doch noch gekriegt. Ja, mein Freund, du verarschst uns nicht. Ach, ein kleiner Sonnenbarsch, aber persönlicher Rekord für den Sonnenbarsch. Aber was wollen wir mit dem, ne? So, den behalten wir zwar, aber da haben wir echt gepennt, Mann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den da noch, ja, kriegen. Achtung, gleich die 40 Meter Marke wieder. Angel nach unten, Angelspitze auf dem Wasser. Da ist er und da haben wir ihn. Ich sag ja, da sitzt der Trigger, Freunde. Oh, der ist schon schwerer. Der ist schon was schwerer. Da müssen wir gucken, dass wir den richtig anhaken. Und wir fangen hier wirklich gut unsere Barsche, ne? Zack. Und da haben wir den nächsten. 111 wieder. Wunderbar, so muss das sein. Dann schauen wir jetzt nochmal, dass wir da hinten hinbekommen. Machen wir nochmal einen Auswurf und wenn wir den dann reingeholt haben, machen wir Schluss. Aber da ist die Stelle. Da wollen wir hin. Und das ist der Trick beim Ganzen. Achtung, 46 Meter, nee, 44. Okay, runterkommen lassen. 40 Meter Marke, fertig, aufpassen beim Anschlagen. Achtung! Nee. Da sind wir zu weit nach links oder nach rechts gekommen. Dann werden wir die Takt wieder erhöhen. Um dann zum 20er Loch zu kommen. Also wie gesagt, hier sind immer so Löcher. Man muss den See ein bisschen kennen. Hier sind so Löcher im Boden. Und ich weiß so ungefähr, wo die Barsche hier stehen halt, ne? Achtung, gleich 20 Meter. Jetzt aufpassen. Ja, es wäre zu schön, um wahr zu sein gewesen, ne? Wie gesagt, noch ist alles im Wasser. Nichts ist verloren. Wenn wir jetzt den Rest hochtwitschen, aber das war's dann auch. Gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben noch
anderthalb Stunde, bis wir dann das erste Mal vorspulen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde bis dahin sagen, tschüss, ciao und bye-bye.